herzliches Hallo von mir an euch zu dem nächsten Spezialvideo, DVD von mir. Wie ihr sehen könnt rechts, ich bin auf dem öffentlichen Testbild. Ich spiele quasi gerade die Beta. Und zwar kann ich hier gerade schon testen, was denn am 2. Februar mit dem Mid-Chapter-Patch offiziell erscheinen wird. Also in der richtigen Spielversion. Es kann aber sein, dass es noch ein paar kleine Änderungen gibt. Dafür gibt es ja Betas, um eben mal zu testen, wie kommen die Änderungen an, was müssen wir noch verbessern, was ist das Feedback von den Spielern. Und da es so einige Änderungen geben wird, auch was die Optik angeht, ich sag mal so viel, schaut euch mal an, wie die Charaktere sich in-game bewegen und schaut euch mal an, wie das in-game, wie das HUD-in-game aussieht, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt. Ich gucke gleich mal kurz in den Einstellungen, weil es hieß, man kann da was einstellen. Sollte ich dazu was finden, zeige ich euch das. Ansonsten ist es vielleicht erst in der Full-Release-Version möglich. Ja. Und ich schneide euch hier so ein bisschen ein paar Sachen zusammen. Es gibt auch Grafik-Updates. Und zwar Krotus Brenn und die Fleischfabrik wurden überarbeitet. Ich hoffe, dass ich euch davon heute ein bisschen was zeigen kann. Killer wurden teilweise überarbeitet, ein paar Talente wurden geändert und ja, ich hoffe, ich kann euch einfach so einen bunten Mix zeigen und deshalb starten wir jetzt mit so einem kleinen Zusammenschnitt vom PTB, der uns zeigt, was uns am voraussichtlich 2. Februar dann erwartet. Ich sag mal so viel, es kann auch sein, es wird ein bisschen später, je nachdem, was die alles noch zu ändern haben, aber geplant ist, Patch Release am 2. Februar. Ich habe gerade ernsthaft eine halbe Stunde versucht, in irgendein Spiel zu kommen. Ich bin immer rausgeflogen. PTB, was ist los? Und seht ihr das? Ich habe keine Haare. Und sorry für die Lags. So. Seht ihr das neue User Interface? Wir haben oben stehen, wie viele Generatoren wir noch zu tun haben. Und links haben wir mit Bildchen, wer denn unsere Mates sind. Und was mich jetzt schon direkt ein bisschen ärgert. Ihr seht, ich bin eine Clydia mit grünem Oberteil. Aber links oben, ich bin links oben, da ist eine Clydia mit rosa Oberteil. Die Anzeigen, wie viele Punkte man bekommt, sind jetzt rechts oben. Was ich ein bisschen doof finde. Die Entwickler haben gesagt, die passen das Interface so an, dass die Streamer rechts oben ihre Kamera hinmachen können. Rechts oben sehen wir aber jetzt, ob wir Punkte bekommen. Wie jetzt zum Beispiel, dass wir tapfer sind. Ja, ich will eigentlich nicht zu viel meckern. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Wir sind übrigens auf The Game gelandet. Das ist eine der Maps, die überarbeitet wurde. Wir sehen, wenn wir loslaufen, wenn wir stehen bleiben, es gibt eine andere Animation. Wenn wir hocken, wir laufen ein bisschen, wir kriechen ein bisschen anders. Das Loch in... Das Loch hier ist noch da. So, wir sehen jetzt, Quentin wird gejagt. Er ist so rot hinterlegt. Die Füßchen wackeln, weil er die Obsession ist. Es ist hier alles tatsächlich ein bisschen angepasst. Ich muss sagen, der Raum sieht ein bisschen poliert aus. Wir gucken uns mal links oben an, wie das da jetzt aussieht. Wer denn da noch so liegt. Das heißt, man müsste eigentlich die Kamera rechts in die Mitte packen, wenn man denn dann DVD streamt. Und jetzt sehen wir auch, links oben, Quentin hat jetzt einen Strich. Das heißt, er hängt zum ersten Mal, beziehungsweise ist in der ersten Phase. Ich muss sagen, ich brauche die Strichchen eigentlich nicht, weil ich sehe ja, dass er zum ersten Mal hängt. Aber für den Killer soll das wohl ganz nett sein. Die andere Claudette wurde gestalkt. Die hat jetzt da oben den Kreis um sich rum. Ich laufe gleich mal so ein bisschen über die Map. Ich möchte euch ja nicht unbedingt komplette Runden zeigen, sondern eher ein paar Eindrücke.
Man sieht auch an den Silhouetten, dass man irgendwie anders läuft jetzt. Quentin leuchtet zu rot, weil er verletzt ist. So, jetzt steht oben 4 Generatoren übrig. Logischerweise, weil einer ist angegangen. Ich gehe mal schauen, ob die Heilen-Animation auch anders ist. Oh. Wir kommen hier gar nicht durch. Schade. Quentin, ich wollte dich heilen. Gucken uns die Map an. Die Totems, die kennen wir schon. Oh, das Mauszeichen unten ist auch anders überarbeitet. Wo man sieht, welche Taste man drücken muss. Das war vorher nicht bunt, oder? Ich würde mich auch gern mal schlagen lassen, weil da gibt es auch neue Animationen. Wenn man verletzt ist und wenn man eben geschlagen wird. Das würde ich mir eigentlich gern mal anschauen. Man muss dazu sagen, auf dem PTB viele spielen nicht so ernst, weil die Blutpunkte, die man hier bekommt, die kann man eh nicht behalten. Was ist das für ein Käfig hier? Ja. Der Generator ist auf jeden Fall neu. Den gab es hier so noch nie. Oben, die waren immer an Wänden. Immer da, wo solche Metalltür. Oh, das kann man jetzt gar nicht mehr anwenden. Immer da, wo eine geschlossene Metalltür war, musste ein Generator in der Nähe sein. Barbecue. Wie gesagt, ich würde mich gern schlagen lassen. Ich habe die so neu gemacht. Das finde ich irgendwie cool. Und man kann jetzt halt sehen, wie wo der Killer langläuft. So, man läuft jetzt halt so ein bisschen gebrochen. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das so viel realistischer ist, wenn man so komisch gebrochen läuft. Ich würde jetzt auch mich gern umschlagen lassen und mal kriechen. Wenn er mich kriechen lässt. Das sieht nämlich jetzt auch anders aus. Lass mich mal... Ich bin ganz schlecht im Weglaufen. So, erstens fliegt man. Und das ist das neue Kriechen. Was machen die da? Hä? Wo sind die denn? Stehen die im Schrank? Sieht man die jetzt, wenn die im Schrank stehen? Moment. Was war das? Oh, okay. Ich glaube, wir sind einfach nur ein bisschen buggy. Das ist aber nicht so schlimm. Es ist, die Beta. So, ich habe jetzt einen Strich. Quentin ist tot, der hat 2 Striche. Die Zeichen, also die Anzeigen da oben, die nehmen einem so ein bisschen die Denkarbeit. Ich schau mal, ob ich retten gehen kann. Aber ich glaube, da gibt es keine neue Animation. Das in die Hocke gehen. Macht ein Geräusch. Oh! Das sieht neu aus. Quentin, warum bewegst du dich? Man setzt sich jetzt gefühlt auf den anderen drauf, um ihn aufzuheben.
I'm so sorry, Quentin. Es tut mir so leid. Gucken wir uns die Map noch ein bisschen an. Ich finde das nicht schlecht mit den... mit den Gittern. Die Killer können dann hier nicht runterspringen. Teabaggen ist ein bisschen anders jetzt. Okay, er ist tot, ne? Ja. Ich finde, das Hinhocken dauert jetzt so eine Millisekunde. Man konnte vorher besser teabaggen. oh, hier der Kühlraum. Auch gut. Sieht richtig gut aus. Muss ich sagen. Es laufen Ratten hier herum. Okay. Okay, den Raum gab es vorher auch schon. Das sah nur, das sah wirklich alles noch ein bisschen... Hier müsste der Keller sein. Guck mal kurz, ob die am Keller was geändert haben. Nee. Der Keller ist und bleibt, wie er ist. Ja, war. Ist und bleibt, wie er ist. Was ist das für ein Deutsch? Hört das der Killer, wenn sich da niemand hinhockt? Und was sind das für Ohren an den Haken? Einfach nur Optik? Ich würde dich gern mal heilen. Oh, ich bin One-Hit. Wonder. Die Animation scheint aber... Okay. Man kann auch rechts in die Mitte keine Cam machen, weil dort werden jetzt deine Statuseffekte angezeigt. Ich weiß nicht, was die Entwickler dachten. Wo sollen wir denn eine Kamera hinmachen? Weil unten links, wo jetzt gerade frei ist quasi, dort wird angezeigt, wenn ich zum Beispiel Medikit mit habe. Dort kann ich auch keine Kamera hinmachen, weil dann sieht man nicht, ob ich ein Item mit mir trage. Wir schauen mal. Wir finden eine Lösung. Irgendwo packe ich meine Kamera im Stream auf jeden Fall hin. Was kann ich jemanden retten? Da ist nichts neu. Die ist tot. Wollen wir uns mal angucken, wie die Ausgänge aussehen? Gerade irgendwie ein bisschen nach vorne gebackt. Ich finde die Map in Ordnung. Wir sind ja am Ausgang gestartet, ne? Also eigentlich. Sie ist tot, wenn sie denn aufgehangen wird. Sie hatte einen Decisive Strike. Es ist ein bisschen komisch, dass die, die verletzt sind, so rot leuchten. Aber es ist okay. Es ist Gewöhnungssache. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Veränderung ist erstmal immer doof. Mir gefällt es noch nicht. Ah, jetzt sehen wir es ja. Ich habe ein Item aufgehoben. Das ist da unten groß zu sehen. Ich weiß nicht, warum das so groß sein muss. Und dieses ganze Interface, das ist so zerpflückt. Du musst jetzt über den ganzen Bildschirm gucken, um deine Informationen zusammenzusammeln. Und es bleibt nur entweder... entweder links unter die Bildchen oder oben zwischen Bildchen und der Anzeige, wie viel Gems noch zu machen sind, da irgendwie die Kamera hinzupacken. Aber... ich bin kein Fan davon. Zumal, wenn ich in der Jagd bin, gucke ich mich nach links und rechts um, ob ich den Killer sehe. Das heißt, diese Anzeige, wer liegt, wer hängt, wer was auch immer tut, da links, das ist irgendwie im Blickfeld. Weiß nicht so richtig.
Ja, ich bin sehr viel am Meckern. Was aber damit zu tun hat, ich analysiere eigentlich nur und zeige euch halt, was mir so auffällt, was anders ist, wo ich denke, wo noch Verbesserungspotenzial ist. Und jetzt zeige ich euch übrigens ja doch die komplette Runde. Ich finde, die Bodenluke steht jetzt auch oben. Gehe von aus, er findet sie vor mir, weil die ist unten. Die Animation war witzig. Als ich gelandet bin ich kurz auf der Stelle gelaufen. Zum Generator. Wo geht's hier lang? Das sind alles neue Laufwege. Wenn jetzt die Bodenluke zumacht, das ist alles nicht so tragisch, wie gesagt. Die Punkte vom PTB kann man sowieso nicht mitnehmen. Alles, was ich hier an Punkten verdiene, bleibt auch hier. Kann die Luke jetzt auch oben sein, oder? Wie ist das jetzt hier? Sie. Gucken wir uns mal einen Weg nach oben. Selbstheilung sieht doch genauso aus. Wir kriechen noch mal. Wenn an das Kriechen kann man sich noch gewöhnen. Ich finde es ein bisschen komisch, wie es aussieht, wenn man verletzt ist. Ich glaube, er möchte mich rauslassen. Deswegen sollte ich aufhören zu wiggeln. Die Leiste oben ist geblieben. Dann rutscht das Finde den Ausgang nach unten. Ich hätte mich nicht rauslassen müssen. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir jetzt noch mal Krotos Brennen als neue Map. Das sah gerade ein bisschen aus, als hätte Claudette sich die Füße verdreht. Aber die Animation vom Ausgang öffnen ist geblieben. Ich finde es ein bisschen realistischer, dass man sich jetzt auf die, die da am Boden sind, gefühlt draufsetzt. Weil das war bisher. Ich schenke ihm das Medikit. Er lässt mich nicht raus, oder? Lässt du mich raus? Doch, er lässt mich raus. Dankeschön, lieber Ghostface. Ja. Wir schauen mal direkt. Ich glaube, hier wird sich nichts groß geändert haben, oder? Ich schau kurz. Nee. Hier ist alles geblieben, wie es war. Ich bedanke mich kurz. Und wir suchen uns direkt eine neue Lobby. Und ich hoffe, ich kann euch Krotos Brennen noch zeigen. Da sind wir tatsächlich auf Krotos Brennen gelandet. Und ich habe aus Testzwecken. Oh, okay. Ich habe aus Testzwecken dieses In-Game-Interface. Oh, das sieht nice aus. Das sieht nice aus. Mal auf die kleinste Größe gestellt. Das ist tatsächlich sehr klein. Oh, erschreck mich doch nicht so. Oh Gott. Auf die kleinste Größe gestellt. Ich sehe aber im OBS, das ist sehr klein, was die Anzeige links oben angeht. Für mich selber wird es mich gar nicht so stören. Oh, ich hätte auch mal eine Taschenlampe mitnehmen können, weil man kann jetzt im Hocken leuchten. Wir probieren hier mal schön alle aus, wie man jetzt teabaggt.
Die Map sieht nice aus. Ich gehe mal direkt in das Haus. Ich will mir das jetzt anschauen. Also ich glaube, ich würde für YouTube-Aufnahmen oder für den Stream... Würde ich das Interface wieder größer machen? Damit ihr halt einfach auch was sehen könnt? Boah, das sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen. Wenn ich aber privat spiele, würde es mich jetzt nicht stören, wenn das so klein ist. Oh. Ein Hörsaal. Richtig gut. Das gefällt mir sehr. Oh, ich bin gespannt. Oh, nice. Und? Ja, ich kann jetzt im Hocken mit der Taschenlampe leuchten. Das ging vorher nicht. Bin aber gespannt, ob die Skillchecks dann jetzt auch so klein... Skillchecks sind tatsächlich auch ein bisschen kleiner, wenn ich das Interface runterschraube. Also ich bin jetzt quasi auf 70%. Die letzte Runde waren 100%. Kleiner als 70% geht aber nicht. Man kann tatsächlich auch das User-Interface in der Lobby kleiner machen. Aber das ist ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. In der Lobby stört es ja niemanden. Und ich werde ein bisschen rumprobieren, wenn denn dann der Patch raus ist, auf welche Größe ich das In-Game-Interface stelle, damit ihr bei Aufnahmen und Ähnlichem auch alles gut sehen könnt. Das sieht mal richtig gut aus. Das gefällt mir sehr. Gehen uns gleich draußen nochmal ein bisschen umgucken. Kann man hier noch höher? Moment mal. Nee, oder? Noch höher kann man jetzt hier aber nicht. Das ist bestimmt dann blockiert. Wir gehen gucken. Ah, man kommt hier schon nicht hoch. Ja, man kann jetzt im Hocken nämlich blenden, Mac. So, wir gucken uns draußen noch ein bisschen um. Das gefällt mir sehr gut. Oh. Oh, wie schön. Parkanlage. Die haben sich richtig was bei gedacht. So wie es halt einfach bei einer gestörten Abteilung... Das hieß doch... Oh, der Generator. Seht ihr den Zylinder? So wie es halt bei einer gestörten Abteilung sein muss. An der Psychiatrie. Richtig gut. Fällt mir. Find's auch nicht schlecht, dass jetzt... Ah, ich weiß. Sonst stand... Da war nicht dieses Maus-Symbol, weil ich gucke gerade unten bei der Taschenlampe. Das ist ja jetzt so eine Maus mit einer Anzeige, welche Taste man drücken muss. Vorher stand immer da M1 und M2. Das finde ich jetzt nicht so eine schlechte Änderung. Das ist vielleicht auch für Anfänger schneller verständlich. Aber ja, es stört mich so ein bisschen, dass die ganzen Informationen jetzt so übers komplette Bild verteilt sind. Wieso hat man das nicht irgendwie so zentral in einer Ecke lassen können? Oder in zwei Ecken? Und die Bildchen werden halt leider nicht angepasst. Das heißt... Ich bin eine Mac und habe eine Mütze auf, aber ganz oben links das Bild ist die Standard-Mac. Die Grafik, die man eben auch in der Charakterauswahl hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen schwer ist umzusetzen. Ich kenne mich nicht aus, wie man Spiele programmiert. Hier ist ein abgebranntes Gebäude. Wo ist die Shack eigentlich? Ist jemand? Da ist die Shack. Rennt sie überall. Man kriegt keinen Brandschaden. Das ist schon mal gut zu wissen. Die
Kiste sieht ein bisschen zu neu aus. Dafür, dass das hier alles abgebrannt ist. Gut, die Shack sieht halt jetzt aus wie in allen überarbeiteten Maps. Die Animation ist geblieben. Die wurde aber, glaube ich, auch mal neu gemacht mit den Totems. Also die Map haben sie wirklich sehr gut hinbekommen, muss ich sagen. Ich werde das auf lange Zeit nochmal testen und euch sicherlich wissen lassen in der einen oder anderen Aufnahme, wie es denn dann aussieht mit der Map, wenn man in der Jagd ist, ob ich dann immer noch begeistert bin. Ich habe noch nicht so viele Paletten gesehen, ehrlich gesagt. Aber das müssen wir testen, wie das in der Jagd funktioniert, ob man gute Spots hat zum Looten, ob man den Killer abhängen kann. Da gibt es dann den Langzeittest hier auf YouTube oder auf Twitch, wenn ich wieder streame. Ich bin die Runde ein bisschen... Die ist schon gerettet. Totem sah gerade aus, als würde es noch stehen. Ist eine richtig düstere Stimmung auf der Map. Wenn die Skillchecks so klein sind, ist es fast schon ein bisschen schwierig, die großartigen Skillchecks zu treffen. Das kommt halt noch dazu. Die hätten wenigstens die Skillchecks oder zum Beispiel den Reparatur, die Leiste da unten irgendwie groß lassen können, dass man einfach nur so Sachen wie die Anzeige der Mitspieler oder wie viele Generatoren noch übrig sind. Das hätten sie kleiner machen können. Der Rest ist jetzt ja nicht so störend. Der war ja immer schon da. Ich zeige euch nach der Runde gleich nochmal, wie das aussieht, wenn ich in der Lobby das Interface kleiner stelle. Einfach der Vollständigkeit halber. Ausgänge. Definitiv an die Map angepasst. Gefällt mir gut. Das Hauptgebäude, das sieht halt so gut aus. Wie da oben der Entitus so in der Kuppel hängt. Da hängen ja auch Leichen oben drin. Das ist schon richtig gut gemacht. Die Totem-Spots und alles, das gucken wir uns auch im Spielgeschehen dann an, wenn der Patch raus ist. Anfang Februar ist der Plan, wie vorhin schon gesagt. Darf ich dich heilen? Okay, die Animation ist geblieben. Nur die Animation, wenn jemand auf dem Boden liegt, die ist neu. Bitteschön. Alle am Moonwalken hier. Das hatten wir letzte Runde schon gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht geht das jetzt besser. Ich habe keine Ahnung. Okay, bei den Generatoren... Habt ihr das gerade gesehen mit dem Licht bei dem Generator? Man sieht das von Weitem gar nicht mehr so gut, dass der an ist. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Aber man sieht erst, wenn man näher kommt, dass er schon an ist. Es kann aber sein, dass es auch Absicht ist. Dass man es den Survivor ein bisschen schwerer macht, herauszufinden, muss ich dorthin oder läuft der schon? Den Generator finde ich sehr interessant. So knapp vorm Gebäude. Ich habe das Gefühl, die haben hier ein bisschen mehr diesen riesen Freiraum auf der Map aufgeräumt. Sonst standen die Generatoren immer vereinzelt mitten auf der Wiese oder irgendwas drumrum. Jetzt haben sie hier so ein paar Sachen reingebaut. Finde den Ausgang. Machen wir. Ja, die Animation, das ist eine Gewöhnungssache. Irgendwann wird uns dieses Laufmuster als ganz normal vorkommen. Gerade ist es noch ein bisschen seltsam.
Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, es hieß, dass das mit den Ausgängen jetzt geändert wird. Und dass das rote Licht... Also bisher war es ja so, wenn ich den Ausgang geöffnet habe, konnte ich bis zum zweiten A beim Wort Ausgang das Tor öffnen, ohne dass eine Leuchte geleuchtet hat. Das konnte man dann nutzen. Der Killer hat nicht gesehen, dass da schon jemand ein bisschen dran gearbeitet hat. Man konnte sich verstecken. Und es hieß, es soll geändert werden, dass sofort, wenn man den Ausgang betätigt, dass sofort das erste rote Lämpchen brennt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Vielleicht sieht man es aber im Video. Muss ich nochmal schauen. Kein Blutwächter. Hier ist ein bisschen leer. Aber vielleicht kommt hier noch was an Versteckmöglichkeiten. Ach komm, wir riskieren es. Es ist der PTB. Gut. Dann gehen wir raus. Und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, nochmal den Unterschied zwischen der normalen Lobby, in der man ist, bevor man zu seinen Mates kommt. Wenn man das Interface auf 100% hat und wenn man es ein bisschen kleiner macht. Hier sieht zumindest alles normal aus, obwohl ich das User-Interface kleiner gedreht habe. Wir haben ja einmal das Interface auf 100%. Ich gehe mal in die Einstellungen und drehe das hier nach unten. Mache das hier aber wieder hoch. Und dann sieht das jetzt so aus. Da muss ich sagen, das muss nicht sein. Also das sieht jetzt total verloren aus, die ganzen Infos. Und wie gesagt, in der Lobby, es stört ja niemanden. Oder? Nee, also das würde ich definitiv auf 100% lassen. In-game hat, mache ich mal auf 95, mal auf 90%, einfach mal um zu gucken. Und wo ich die Kamera im Stream platziere, das werde ich mir auch noch überlegen. Aber ich denke, ich habe euch einen Einblick gezeigt. Ich schaue mal, ob ich noch ein paar Lobbys finde, dass man vielleicht auch die neuen... Es gibt keine neuen Killer, aber es gibt Killer, die wurden ein bisschen abgeändert. Der Clown hat eine neue Fähigkeit. Den Geist sieht man erst, wenn er auf 24 Meter Reichweite ist. Vorher sieht man auch seine Silhouette nicht in der Unsichtbarkeit. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwie was zusammenwürfen kann. Dann schneide ich euch das jetzt rein.
Akzeptiert es Gemma, dass der Geist in Unsichtbarkeit geht und von uns wegläuft, um zu schauen, ob man wirklich dann in 24 Meter Entfernung die Silhouette nicht mehr sieht. Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade keine Silhouette gesehen, bis er sich sichtbar gemacht hat. Ist aber jetzt vielleicht auch nur Einbildung, weil ich drauf gewartet habe. Ja, ich sehe keine Silhouette. Okay, wir haben ja oben gerade einen kleinen Übersetzungsfehler. Finde den Ausgang Ohr. Finde die Bodenluke. Ich denke, das wird gepatcht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ich bin gespannt, wenn der Patch denn dann kommt, ob noch was geändert wurde von den Entwicklern oder ob das alles so geblieben ist, wie wir es auf dem PTB hatten. Es gibt ein paar Bugs, ich glaube, das werden sie noch patchen. Wie gesagt, dafür ist eine Beta da, um es zu testen, um Fehler zu finden, um das ganze Ding mal Stress zu testen. Und jetzt sage ich tschüss, schöne Woche noch und bis zum nächsten Video.